Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 27.02.2020. Und unser DAX, der will nur spielen. Der will nur spielen. Und das mit ordentlich Tennis. Der, ja, schaut noch ein bisschen. Naja, so unterm Kinn kraulen möchte man dem nicht. Der beißt einem schnell auch die Hand ab. Der war zum Mittwoch fies. In vielerlei Hinsicht, fand ich. Persönlich fand ich, dass er fies gelaufen ist. Der hat an Stellen gedreht, oben wie unten. Die einzigen, die, glaube ich, sauber kamen, waren runter zu die Rückläufer. Ansonsten waren alle Marken, die sind zwar punkt, die wichtigen Niveaus, technisch wichtigen Niveaus, sind zwar punktgenau angelaufen, ne? Die haben immer ein bisschen reagiert, aber da, wo er wirklich gedreht hat, da war nichts. Beziehungsweise war da mal was. Der eine oder andere kann sich noch erinnern oder hat es auch gestern mitgekriegt. Wir hatten ja eine Linie gelöscht mit der Bemerkung, hoffentlich dreht er dann nicht genau da. Es war die 370, ja, macht man nicht. Man löscht keine Linien aus dem Chart, Martin. Tun wir die da wieder rein? Die war da offenbar nicht ohne Grund. Das ist auch schön an den horizontalen Unterstützungen. Ne? Also die kann man liegen lassen ohne Ende. Ich wollte es bloß rausnehmen, weil das hier so dicht war. Oft ist es ja so, dass der Markt, gerade wenn er so viel Volatilität hat, dann einfach durchraus. Das hätte gut gepasst hier unten, ja. Am Ende war es genau das Tagestief gewesen. Das wäre dann gut gekommen. Ich persönlich hatten eher hier unten gesehen, hätten eher noch auf 330, 300 gesehen an dem Zeitpunkt. Dann kam ja aber so eine krasse Umkehrkerze. Da haben wir auch bei uns im Dienst dann gleich gesagt: Hey, erste Konterkerze. Da ist jetzt erstmal Erholungsspielraum bis, was haben wir gesagt, glaube ich, 500, 620 und 700. Ne? Und also dann alles hier so halb überrannt und zurückgerannt hat er. Hat man dann oben noch die 800 mit hinzugezogen, beziehungsweise die 885 wäre mir persönlich eigentlich viel wichtiger gewesen, ne? Dass sie unten oben die 885 von unten anläuft, dieses Tief hier, dieses Tief, gucken Sie mal die zwei Tiefs hier, das von unten, das wäre eigentlich schön gewesen, wollte er nicht, ne? Und damit hat er DAX kräftig zur Seite geschlagen, hat richtig Hammer Erholung reingelegt. Wenn man die Intraday mitbekommen hat, war das schon sehr eindrucksvoll. Der ist 500 Punkte nach oben gerannt. Mein lieber Schwan, 500 Punkte nach oben. Das sehen wir in mancher Woche nicht. Und wenn wir jetzt hier auf die Zeiteinheit gucken, dann muss man sich schon fragen, ja, ist eigentlich nicht so viel passiert, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier sagen muss, oi, und jetzt wird wieder alles gut. Also, ja, eher nicht. Das sieht noch wackelig aus. Das sieht noch dolle wackelig aus. Für den Donnerstag könnte ich mir jetzt vorstellen, wir haben eine starke Gegenbewegung gesehen. Wir haben Druck nach unten gesehen. Der ist ja auch ordentlich unten rausgepfeffert, ne? Ich würde denken, dass jetzt einige Marktteilnehmer hier noch irritiert sind und jetzt erstmal abwarten, stabilisiert er sich oder stabilisiert er nicht. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem niedrigen Niveau hier unten rum nochmal Leute reinkommen, die das nochmal auf diese alte Wiederholung anspringen, die vielleicht hier versuchen, einen Boden zu bauen. Das wäre üblich, das wäre denkbar. Deswegen würde ich schon sagen, wahrscheinlichstes Szenario für mich ist hier einmal runter, dann einmal kräftig hoch. Und zwar richtig hoch und dann wieder runter. So, jetzt müssen wir ein bisschen schieben und ein bisschen rücken, damit das hier alles passt. Also von hier nochmal runter bis an die 8,5 hier. Oh, auf das Band da dran, irgendwie, das würde passen. Auf die 8,5, auf die 500 nochmal. 5,20, 500, eher aber die 500. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man von dort nochmal so eine Attacke nach hier oben versucht, aber gar nicht so weit kommt dann, sondern, naja, vielleicht die 8,85 hier noch holt. Vielleicht aber auch nur so um die 8,25. Also ich würde, wenn ich Long aufbaue, definitiv 8,25 dann schon rausgehen. So, und dann wäre das meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Und dann müssen wir ja sagen, Freitag fällt ja häufig dann in den Montag hinein. Wäre sogar denkbar, dass hier nochmal eine Klatsche kommt, wenn wir dieses Muster ablaufen. Dann müssen wir aber sagen, sollte unser DAX über den vorherigen Tageskurs hinausgehen, und das sehen wir gleich im Tageschart. Dann ist er für mich erstmal long. Alle Rücklauflevel hin oder her. Ich würde persönlich nicht in die steigende Bewegung reinschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das alles überrennt hier. Das sind super interessante Rücklauflevel hier. Für die 85. Vielleicht legen wir auch das da drüber. Aber ich glaube ehrlich, der rennt uns davon. Es ist momentan so viel Geld, was an der Seitenlinie liegt, was nur darauf wartet, günstige Kurse zu kriegen. Ich habe das schon mitbekommen, wie viele jetzt hier schon schachen.
Geld rauskramen, sich sagen, ach Mensch, cool, jetzt haben wir mal richtig günstige Kurse, da packe ich doch mal ein bisschen Geld rein, da hole ich mir doch was, da gönne ich mir doch was, das sind doch jetzt die Rücksetzer, für die ich das Cash gehalten habe. Ganz, ganz viel gehört. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass der dann richtig Stress nochmal nach oben reinkriegt. Und dann muss ich zeigen, wie weit kommt er damit. Ne? Also das ist so ein 13.200, würde mich nicht verwundern. Das muss ich mal so, das muss ich so sagen. Ne? 13.150 vielleicht, 13.200 wäre für mich oberhalb von dieser 12.885 dann definitiv drin. So, und dann haben wir hier oben. So, der Bereich über 200 müsste man dann schon sagen, okay, dann würde ich hier kurz ins Gap reinhauen. Erfahrungsgemäß tut er sich dann immer ein bisschen blöd. Und dann wäre hier schon wieder 13.450. Und wenn wir da oben stehen, dann ist schon wieder alles vorbei. Dann sieht nämlich der Tagesschart super gerettet aus und so weiter und so fort. Das heißt, für die bärischen Varianten hat er jetzt eigentlich nur hier unten das Spiel, hier unten jetzt weiterzumachen. Ich würde sogar hier unten noch weitergehen, würde hier unten das nochmal mitnehmen, würde sagen, okay, wenn er hier runter geht, Risiko nochmal runterzutreten Richtung 12.300, das hier noch aufzubessern und wenn er tiefer geht, sogar noch die 12.50, finde ich weiterhin recht interessant, aber wir haben gesehen, hier kommt langsam wieder ein bisschen Pfeffer nach hinten, nach oben rein und das wird sehr, sehr, sehr interessant jetzt hier, das wird sehr, sehr, sehr interessant die nächsten Tage, was jetzt hier daraus wird, denn wir müssen auf die größeren Zeiteinheiten gucken, denn man muss jetzt hier auch aufpassen, dass man da nicht alles verpennt, ne? Nachher steht der DAX wieder bei 13.800, man hat die ganze Zeit hier zugeguckt und nichts von gehabt und deswegen gehen wir jetzt auch mal eine Zeiteinheit höher. Also wichtig ist, Stundenschlusskurse oberhalb des vorherigen Tageshochs wären Kaufsignale, das ist so, das kommt aus dem Tagesschart, das sehen wir dort gleich deutlicher. Stundenschlusskurse unterhalb hier, ja, 400, 370, alles was da drunter geht, Richtung 300 und dann sogar 12.100, 12.050. Ist jetzt nicht viel, sind ja nur 550 Punkte. Das schafft der DAX in 3 Stunden. Oder in 4, 5, 6. Ja, also, das bleibt hier interessant, die bleiben interessant, die können wir alle mitnehmen, die Niveaus, das bleibt unverändert zum Vortag. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir hier schön hin und her schaukeln. Das kann auch mehrfach da auf die Niveaus zurückprallen. Das wäre für einen Donnerstag nicht ungewöhnlich. Wenn sich einfach so ein bisschen aufschaukelt, das macht er ganz gerne zum Donnerstag mal. So, und ansonsten geht er hier oben rüber. 3, 4, 5 Stunden kann er da locker noch übertreiben, selbst wenn er schon mit gut 400 Punkten, na gut, sind ja plus 200 Punkte, 200 Punkte Vorlauf ankommt, da können locker nochmal 200, 300 Punkte dann kommen. Darauf sollte man sich einstellen. Und ansonsten hier, vielleicht, ich könnte mir hier ein Dreieck oder sowas vorstellen, also könnte man schön boxen quasi. Also man kann von oben runter boxen, von oben rein boxen. Man muss aufpassen, wenn die Stundenschlusskurse zu hoch gehen. Also man muss irgendwo auch eine Reißleine ziehen, nicht ohne Stopp oder so, das kennen Sie, das erzähle ich immer wieder. Aber ja, so, dann haben wir das jetzt hier im Kasten, das kurzfristige Trading letztendlich. Jetzt gucken wir einen Tagesschart noch rein, weil die Katze hier, also das ist schon, ne, guck mal, wie hoch die auch gekommen ist. Das ist schon eine Ansage. Also, das ist, die hat, der ist von hier unten bis da oben gelaufen, meine Freunde. Das ist richtig heftig. Er hat das nicht halten können, er hat den grünen Kerzenschluss nicht halten können. Das zeigt auch, dass Leute hier verkauft haben. Dass Leute hier verkauft haben, obwohl hier eine rote Tageskerze ist. Und das verwundert, also was heißt rote Tageskerze, Moment, obwohl hier fast eine grüne Tageskerze gestanden hätte. Und das verwundert mich dann doch etwas. Denn in dem Moment, wo der Markt hier oben stand, 12.800, wenn ich jemand wäre, der offene Position hat und der Markt dreht sich so weit nach oben und ich glaube, dass diese Position ins Plus kommt, dann realisiere ich die nicht hier. Die, die hier verkauft haben, das sind tatsächlich diejenigen, die davon ausgehen, dass wir ja in solche Regionen hier noch fallen werden. Und wenn die dabei den Markt so bewegen, dass der nochmal hier in eine rote Tageskerze reingeht, sollten wir das für uns mit in den Hinterkopf nehmen. Das ist der Vorteil, den wir im Chart haben. Wir sehen, was die Großen bewegen, wohin sich die Großen drücken. Ne? Rote Kerzen heißt, es wurde verkauft, grüne Kerzen heißt, es wurde gekauft. Da muss ich nicht ins Orderbuch gucken, um das zu sehen, wo da der Überhang ist. Wir sehen das hier. Na, und wir sehen hauptsächlich diejenigen, die hier wirklich was bewegen. Und das gibt mir ein bisschen zu denken, wenn die eben diese starke Erholung so massiv abwirken, dass das runterdrückt und würde deswegen den Fall, den wir hier unten haben, durchaus mal noch mit drin behalten.
Aber ich muss eben auch sagen, wenn der DAX sich jetzt hier wieder hochkämpft und wenn er zum Mittwoch hier drüber geht, schauen Sie das hier, wenn der hier drüber geht zum Mittwoch, dann wird er sehr wahrscheinlich in den Tagesschluss hier reinkriegen. Und dann steht er wieder oberhalb dieser drei Hochs, dieser drei Tiefs. Und ich glaube, dann sollte man zusehen, dass man hier vielleicht noch einen Long reinkriegt, weil dann wird unser DAX wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hier nach oben wegrupfen. Er wird sich hier nach oben wieder einrennen und wird lossporten, hier vielleicht auf einen Gap Close 13.545 gehen oder wie auch immer, wenn die Tagesschlusskurse hier drüber gehen. Na, also das wird sehr interessant. Das Einzige, wie ihr das dann verhindern könnte, wäre, wenn er dann hier zwei, drei grüne Kerzen zur Seite stellt und dann eine rote unter die grünen Kerzen, aber dann könnte man von Long zum Beispiel auch wieder zurücktreten und wieder rausgehen. Na, aber man muss bei sowas immer damit rechnen, dass hier auch, wie hier in die Richtung, dass das auch schnell wieder in die andere Richtung geht und sich dann ein komplett neuer Trend etablieren kann. Und die Nachrichten dabei einfach zurückstellen. Na, lassen Sie sich nicht zu sehr davon kirre machen. Versuchen Sie dann auch nicht schlauer zu sein als Sie sind, ne? Oder als Sie das denken. Ich will nicht sagen, dass Sie doof sind. Nein, nein, das war der falsche Zungenschlag. Nicht denken, dass man schlauer ist, meine ich in dem Sinne, dass man jetzt unterstellt, der Markt hätte jetzt angeblich auf Corona reagiert, sprich, wenn jetzt noch irgendwo weitere fünf Corona-Tote oder was auch immer Infizierte kommen, dass er dann weiterfallen muss. Ne? Der Markt kann auch trotz dieser ganzen Sachen, weil man jetzt sagt, okay, er hat jetzt das Negative alles eingepreist, trotzdem dann auch wieder steigen, selbst wenn das da weiter eskaliert, das geht, auch wenn die ersten Unternehmen dann Gewinnwarnung rausmelden. Kann der Markt trotzdem steigen? Warum? Weil er die Erwartung handelt. Weil er dann schon wieder die Erwartung handelt, dass nach diesen schlechten Zahlen ja wieder alles gut werden wird und man irgendwann die Position hier oben wieder verkaufen kann. Ne? Also, das will ich damit sagen. Nicht dann zu weit denken, nicht zu viel denken, nicht zu sehr von diesen Nachrichten dann abhängig machen. Das ist etwas, was sehr typisch ist, dass man, das war bei Krim-Krise zum Beispiel auch so. Vielleicht hat der eine oder andere damals schon mitgehandelt. Ne? Man wird so richtig. Man hat eine scharfe Abwärtsbewegung und bekommt gleichzeitig immer so diese News in den Kopf getrichtert. Und dann assoziiert man das irgendwann miteinander. Und dann kriegt man wieder eine Nachricht und denkt, na, jetzt kommt ja wieder dieser Rutsch nach unten. Aber das koppelt sich irgendwann ab. Ne? Und in der Zeit, wo die Krim-Krise richtig am Eskalieren war, ist der Markt schon wieder vollkommen nach oben aufgedreht und hat schon wieder angefangen, den Trend nach oben zu ziehen. Also von daher, wenn wir hier grüne Kerzen kriegen und wenn die grünen Kerzen über 12.900 gehen, würde ich sagen, also ich werde mich versuchen, long zu positionieren, um wieder in die Bewegung reinzukommen. Ne? Weil es ist durchaus denkbar, dass der dann hier direkt durchspurtet und in 2, 3, 4, 5 Tagen wieder hier oben steht und weitermacht. Ist komplett möglich. Und wenn das dann noch gegen die News geht, ist das so und so cool für den Markt, weil der wahrscheinlich hier unten richtig viele rausgehauen hat, richtig viele in der Verunsicherung rausgetrieben hat. Und dann quasi sich frei nach oben durchkämpfen kann. Ne? Viele, die sich vielleicht hier dann abgesichert haben, die dann die Performance nicht mitnehmen kann, sowas mag der Markt. Aber das ist erst relevant, wenn wir hier Tagesschlusskurse drüber kriegen, wenn wir grüne Tagesschlusskurse kriegen, solange wir die nicht kriegen, erstmal nach unten noch Feuer frei. Hier ist noch Platz, das kann hier werden, das kann aber auch, mein Gott, das kann auch tiefer werden. Also, wenn der sich jetzt hier zum Donnerstag hier unten hinstellt, beispielsweise auf die 12.50, dann macht er hier unten noch eine Woche zur Seite und dann kommen vielleicht noch mal ein paar Tage nach hier unten. Also, das muss man schon sagen. Wochenchart, der ist noch nicht fertig, aber das ist schon eine prägnante Kerze und ich würde fast vermuten, dass auf diese schlechte Woche fast noch mal eine anstrengende Woche kommt. Na, also, solange hier keine grünen Kerzen kommen, bin ich auf großer Zeiteinheit noch kritisch und skeptisch. Und um kurzfristige Zeiteinheit kann man hier, glaube ich, wenn man den richtig reinkriegt, wenn man den in den Kopf kriegt, richtig rum und der einem nicht die ganze Zeit auf der Nase rumtanzt, kann man hier, glaube ich, momentan viel Spaß haben. Also der hat ja so viel Volatilität, das ist ja schon Wahnsinn. Also ich saß hier da. Wollte hier ein Muster im 5-Minuten-Chart, ein typisches Setup von mir handeln. Im 5-Minuten-Chart, wo ich normalerweise mit 15 bis 20 Punkten da mit einem Stopp arbeiten kann. Und die Kerze, die ich da begleiten wollte, die hat da 65 Punkte Umfang. Ja, da habe ich mir dreimal überlegt, ob ich den Trade mache und habe am Ende nicht gemacht. Geklappt hätte er trotzdem. Aber das ist halt, man muss Positionsgröße anpassen, man muss seine Stops anpassen. Man sollte auf jeden Fall nicht so weiterhandeln wie vorher.
Und dann kann man hier auch schön mitschwimmen, weil wenn der einmal läuft, der läuft ja halt, ne? Also, und das in egal welche Richtung. Also der hat ja so einen Zug, da muss man bloß aufpassen, dass man nicht zu krass gegenhandelt. Aber selbst damit wäre man, glaube ich, hier durchgekommen, dadurch, dass er immer wieder zurückgekommen ist. Also, ich wünsche Ihnen hier viel Spaß, wenn Ihnen das liegt. Wenn nicht, dann lassen Sie dann noch ein paar Tage die Finger weg. Spätestens in einer Woche, also ich, oder sagen wir mal, spätestens in 2 Wochen, sollte sich das dann auch wieder legen. Schauen wir mal, ich habe, bin ja laut Monatschartanalyse davon ausgegangen, dass wir ein lokales Hoch am 15.03. kriegen. Vielleicht wird es auch ein lokales Tief. Na, und von dann in der Sommerrallye, wir schauen mal. Also, auf jeden Fall hier noch ein bisschen Zeit reinlassen. Man muss hier nichts überstürzen. Na, und ich kann mich auch gut erinnern, war das 2015? Das war, glaube ich, 2015. Das ist schon 5 Jahre her mit diesem Krim-Zeug oder war das noch länger? Aber da habe ich mich auch selber dabei ertappt. Da ist der Markt angefangen zu fallen. Da habe ich mein restliches Cash in die ganzen Aktien reingebuttert. Ne, weil ich mir dachte, oh, jetzt hast du endlich einen schönen Rücksetzer und dann fiel das noch ein paar Wochen und Monate halt. Ne? Also. Man muss hier aufpassen. Man sollte hier nicht zu übereifrig sein, schön mit den Signalen arbeiten, schön mit den Signalen gucken. Es muss dann nicht sein, dass das unten abgeschlossen ist. Also es muss definitiv noch nicht sein. Auch wenn dieser Rücksetzer schon bemerkenswert war. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal den Donnerstag an. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir hier unten auch so eine 12,50, dass wir sowas noch sehen könnten. Oder zumindest mal so eine 12,300. Also möchte ich nicht ausschließen. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir das noch bekommen. Jo, und ansonsten für mich positiv wird da alles, was dann über 1200 geht. Na, versuche ich dann auch Long zu suchen. Und bis dahin hier unten noch Spaß haben. Und so viel dazu. Okay, alles klar. Dann ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao.